Servus und herzlich willkommen am 21.08.2019 um circa 8 Uhr. Und zwar befinden wir uns am Weg zur Gamescom. Ich werde jetzt noch die Leute abholen und dann machen wir uns auf den Weg nach Köln. Vielleicht sieht man sich ja auf der Messe. So, meine Freunde, nach circa 10 Stunden Autofahrt sind wir angekommen in Köln-Masdorf in unserem Hotel und werden jetzt vielleicht noch eine Runde was fräsen gehen, oder? Oh ja. Was einnehmen, und heute wird, glaube ich, sonst nicht mehr viel vorfallen, vielleicht noch ein bisschen das Nightlife auschecken. Und morgen werden wir dann die Gamescom besuchen und ihr werdet natürlich live dabei sein. Hier noch ein kleiner Blick direkt raus aus unserem schönen Hotel, das Stundenhotel Ibis. Richtig was für die Bilder. Kann das sein, dass das irgendwie leicht verkehrt montiert ist? Schau mal. Oh shit. Oh ja, das ist es. Das ist Luxus auf ganzer Linie. Eine kleine Zimmerführung. Wir haben hier... Servulenkong! Wir haben hier... Nachbarn. Hallo, wie geht's? Alles klar? Da war ich schon. Wir machen gerade eine kleine Zimmerführung. Ist euer Zimmer auch so riesig wie dieses? Fast ein bisschen größer. Hier die riesige Dusche. Wie schaltet man das Licht an? Ah. Oh, sexy, da kann ich dir dann beim Duschen... Geh mal rein kurz. Privatsphäre wird hier groß geschrieben. Mach mal zu. Richtig geil. Sieht man eigentlich fast gar nichts. Vor allem hier kann man so richtig schön reinsehen. Waschbecken, ein kleiner Spiegel. Hallo. Und das Wichtigste überhaupt, der Donnerbalken. Mit zwei Rollen Papier, ja? Für das richtig dicke Geschäft. Ja, eins hat schon alle zwei aufgebracht. Für dich muss ich dann einen Untertitel einblenden, denn die versteht man leider nicht. So Leute, dann sehen wir uns später beim Essen. Fast vergessen Leute, der offizielle Merch wird hier verteilt. Seht ihr das? Ups. Wie klein ist er bitte? Dreh mal um. Andere Seite. Jo, yeah baby. Hier schön mit Adresse, unter der übrigens mein YouTube-Kanal zu erreichen ist, wenn ihr ihn so nicht findet, ihr egal Affen. Ja, anziehen! Richtig, richtig sexy. Oh, meins. Nein. Morgen. Morgen wird's ernst. Ah, hier ist noch meins. In Rot haben wir die ganze Geschichte auch noch. Try to be harder. Sexy Quality von Shirtinator. Bisschen Werbung. Ich hoffe, die sponsern mich dann. Das nächste Mitglied unserer Truppe, Magnum. Sagst du zu der Farbe? Einwandfrei, oder? Ja, einfach super. Begeisterung sieht anders aus. Die besten Nummer, die es gibt. Ja, das auf jeden Fall. Warum habt ihr eigentlich die Nummern genommen? Was hast du? 16? 16. Warum? Glückszahl? Seit 16 bin ich am Zucken. Ah, ich habe mir gedacht, vielleicht die Kocklänge. Bei mir kommt sie. Ja, bei mir ist das Geburtstag von mir und von meiner Mutter auch. Und ja, und auch eine Zahl, die sich in meinem Leben immer wiederholt. Eigentlich. Keine Ahnung warum. Wie kommt sie mit der Länge? Das 0,7? Okay, das würde mir jetzt Angst machen. Kevin, wie schaut's aus? Boah, hungrig. Was isst man? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich esse Hüftsteak 400 Gramm. 400 Gramm? Ja, ich glaube. Ein dickes Ding. Und, sind wir uns schon schlüssig? Mit oder ohne Salat? Sag ich aber. Eins oder zwei.
Ja, ich bin fast zwei Tage. Lorenz, hast du auch schon? Ich werde mir das Black Angus Rumpsteak mit Champignons kaufen. Sehr vernünftig von dir. Kaufen. Bestellen. Ich stehle es. Ich stehle das. Trüffelburger. Zu einem kleinen verspäteten Vlogbeginn, und zwar werden wir uns jetzt Richtung Gamescom bewegen. Wir wollten eigentlich um 9 Uhr losfahren. Jetzt ist es 8.53 Uhr und vielleicht schaffen wir es noch oder vielleicht auch nicht. Dass du auch reingekommen bist, wundert mich. Was? Der erste offiziell besuchte Stand bei der Gamescom. Leute, ratet mal, was es ist. Ja, eine Cola. Was hat er hat er das böse Wort mit C gesagt? Ja. Bitte? Leider nirgendwo. Er hat gerade das böse Wort mit C benutzt. Hier haben wir ihn wieder. Der Kevin ist wieder da. Seht ihn euch an. Wie glücklich, dass er ist, dass er zu uns durchstoßen hat dürfen. Oh mein Gott. Ja. Ein, zwei Leute sind schon hier. Der frühe Vogel fängt den Wurm. COT ist, glaube ich, ganz da unten. Ziemlich. Was? Ja, das weiß ich schon. Ach, Deutsch. Sonst rede halt wieder Englisch. Excuse me. Excuse me, where is the COD, please? Also in einer Stunde haben wir so circa die... Was hast du
So Leute, kleiner Zwischenstand. Wir stehen mittlerweile seit, wie ihr gesehen habt, 4 Stunden ziemlich genau und 40 Sekunden bei Doom an. Also falls ihr auf der Gamescom vorhabt, 4-5 Spiele zu zocken, dann nehmt euch 4-5 Tage Zeit. Vielleicht haben wir das Glück und kommen wir jetzt schon dran. Wenn ihr gleich drüben seid, würde ich euch bitten, dich vor allen Dingen keine Videos zu machen. Ich habe gerade gefragt. Nein, hier darfst du Videos machen. Du darfst auch eine Insta-Story drüben machen und Fotos. Nur bitte nicht den Game-Content direkt abfilmen. Das machen wir dann selber und laden das in vernünftiger Qualität hoch. You're a fucking idiot. Die Einleitung ist gerade vorbei. Kevin, wie schaut's aus? Bist du gehypt? Ich bin gehypt auf das Game. Ich bin gehypt. Jetzt, was du erfahren hast, wie du einen Controller benutzen kannst. Jetzt weiß ich es. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. Wir dürfen nicht mehr filmen, aber wir melden uns später nochmal. So, Leute, wir haben jetzt Doom beendet. Wie hat's dir gefallen? Es geht. Es geht? Es geht. Bin ich genau derselben Meinung? Bin ich ziemlich weit gekommen. Die Steuerung ist ein bisschen kompliziert, wenn man normale Ego-Shooter spielt. Denn der Chief ist hier. Denn wenn man auf... Hier. Halt mal die Fresse. Denn wenn man auf Sprinten normalerweise... Was normalerweise auf Sprinten ist ein Dash gewesen, glaube ich, oder? Ja. Nachladen braucht man auch nicht. Auf R hat man was gehabt, den Flammenwerfer, glaube ich. Ja. Dann hat man noch so schöne Kettensägen und so Geschichten. Ja, das muss man halt mögen. Hast du noch was dazu hinzuzufügen? Probiert das aus, dann wisst ihr selber, wer es ist. Ja, genau, die beste Gaming Review. Endlich sind sie mal still. Ja, endlich. Für dich brauchen wir noch so eins, dass du, damit du nicht so viel isst. Einen Helm. Vom Doom. Der innen leuchtet, damit man nichts mehr sieht. Oh shit, yeah baby. Oop. Sag mal nicht. Geht mit der Anzeige mit.